Unser Experte heute Thomas Kleiner, sein Slogan hervorragend, wertschätzend, initiativ. Er hat ein Magisterstudium absolviert für allgemeine Rhetorik, Kommunikationspsychologie und Philosophie. Langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung in Trainings- und Finanzdienstleistungsunternehmen gesammelt und ist seit 2002 als freiberuflicher Trainer, Coach und Berater für nachhaltige Performance- und Trainingsmethoden tätig. Seine Schwerpunkte: Konfliktmanagement, Wirtschaftsmediation, Rhetorik, Train the Trainer, systemisches Coaching und unser heutiges Thema: Komplexität sinnvoll reduzieren. Er wurde auch ausgezeichnet, und zwar mit der goldenen EVA, Evaluationspreis für Kommunikationstraining. Ich finde sehr schön seinen Vergleich mit einem Navi. Wie bei einem Navigationssystem kann man festlegen, wohin man will. So bietet Thomas Kleiner mögliche Routen an, die sich an Nachhaltigkeitskriterien orientieren. Jeder kann sich ganz auf Weg und Ziel fokussieren und selbst bestimmen, ob dieser noch der richtige ist oder ob eine Alternativroute sinnvoller ist. Und damit nun wegfrei für Thomas Kleiner. Ja, dann vielen Dank, Jürgen, für die freundlichen Worte. Ich hoffe, ihr könnt mich alle einigermaßen verstehen. Ich sehe mich jetzt hier mit grünen Schallwellen. Ich teile übrigens das, was Josef gerade gesagt hat. Audi ist das Maß aller Dinge. Das sehe ich genauso. Mein erstes Auto war nämlich ein Audi A4. Jo, Komplexität sinnvoll reduzieren. Was bedeutet das? Ich möchte da in vier Schritten vorgehen. Und zwar zunächst mal, Komplexität ist ein inflationärer Begriff. Ich glaube, für keinen noch so kleinen Fall, für kein noch so kleines Anliegen wird nicht mehr Komplexität verwendet. Und ich möchte diesen Begriff Komplexität zunächst mal ein bisschen genauer definieren, ein bisschen genauer unterscheiden, auch von anderen, zum Beispiel vom Begriff kompliziert. Der zweite Schritt wäre dann, dass ich kurz euch darstellen möchte, Strategien im Umgang mit Komplexität, und zwar Vereinfachung und Komplementarität. Das immer zusammenhängt mit einem systemischen Denken, das heißt nicht nur den Blick auf Ursache und Wirkung zu richten, sondern ganzheitlich, systemisch sich das Ganze anzugucken und zum Schluss natürlich noch Problemlösungstechniken, das heißt, wie gehe ich mit Komplexität in meinen Projekten am Arbeitsplatz, wie gehe ich damit um? Komplexität. Dazu möchte ich euch, um diesen Begriff ein bisschen genauer zu definieren, mal eine kleine Geschichte erzählen. Die kann man nachlesen in Science, in dem Magazin. Wenn es jemand interessiert, lässt sich ganz einfach recherchieren. Auf dem Bild hier seht ihr die kenianische Savanne. Und auf dieser kenianischen Savanne, da stehen Akazienbäume. Diese Akazienbäume haben für die Kenianer eine spezielle Bedeutung, denn das ist die einzige Möglichkeit, wie die Leute da unten Holzkohle herstellen können. Nun hat man aber beobachtet, dass diese Akazien oder diesen Akazien wird zugesetzt von Tieren, die vorbeilaufen, vor allem von Elefanten. Das heißt, die Elefanten, die mit ihren Herden durch die Savanne ziehen, neigen sehr stark dazu, diese Akazien anzufressen, Äste abzubeißen. Und das wollten gut meinende, wohlwollende Leute, nämlich Wildhüter, verhindern. Das heißt, sie sind einfach hergegangen und haben gesagt, wir schützen diese Akazien, denn wenn die großen Elefanten und Giraffen, die da so rumlaufen, diese Bäume anbeißen, schadet das den Bäumen, wir wollen die Bäume schützen, deswegen zäunen wir die Akazien ein. Das hat man gemacht, man hat einfach einen elektrischen Zaun drumherum gebaut und hat das Ganze dann ein bisschen vergessen. Und so nach 2 bis 3 Jahren kam dann wieder mal ein Wildhüter vorbei, hat sich die Akazien angeguckt in der Hoffnung, dass die alle in voller Blüte stehen, aber Pustekuchen. Das heißt, diese Akazien waren alle abgestorben, waren tot. Und das hängt mit diesem komplexen Phänomen zusammen. Was diese Wildhüter nämlich von außen nicht gesehen hatten, war, dass in jedem Baum 4 Ameisensorten wohnen.
Und durch dieses Phänomen neugierig geworden, dass die Bäume erst entgegen der Hoffnung, dass sie sich prächtig entwickeln, einfach abgestorben sind, hat man diesen ganzen Bäume näher untersucht und hat eben festgestellt, das sind 4 Ameisensorten drauf. Und man hat dann sehr schnell herausgefunden, wie dieses komplexe Phänomen in Wirklichkeit abläuft. Das heißt, wenn ein Baum von einem Elefanten attackiert wird, wenn der Elefant also hingeht und so einen Ast abbeißt, schüttet dieser Baum, diese Akazie, sofort ein Sekret aus. Und dieses Sekret ist der Nährstoff für die Bodyguard-Ameisen. Das heißt, der Ast wird abgebissen, das Sekret wird ausgeschüttet und das ruft sofort die Bodyguards dieses Baums auf den Plan, die Bodyguard-Ameisen. Die kommen also und beißen diesen Elefanten erstmal ganz gewaltig in den Rüssel. Und zwar sind es so viele, dass der Elefant dann irgendwann mal von diesem Baum auch ablässt. Das war der erste Teil der Geschichte. Dadurch, dass diese Bäume jetzt aber eingezäunt waren und nicht mehr angefressen wurden, kamen natürlich logischerweise keine Elefanten mehr ran, keine Äste wurden mehr abgebissen und dadurch wurden natürlich auch keine Bodyguard-Ameisen in irgendeiner Form mehr auf den Plan gerufen. Das heißt, sie sind einfach ganz jämmerlich verhungert. Nachdem diese Bodyguard-Ameisen aber verhungert waren, kamen die anderen 3 Sorten, das variiert ein bisschen von Baum zu Baum, auf den Plan. Und diese Ameisen wohnen quasi im Inneren des Baumes und wurden ebenfalls von diesen Bodyguard-Ameisen in Schach gehalten. Die haben aber so langsam angefangen, nachdem diese Bodyguard-Ameisen immer schwächer und immer weniger wurden, diesen Baum von innen auszuhöhlen und zu zerstören. Das heißt, man hatte hier zunächst einmal gedacht, ich sehe einen kaputten Ast, ich sehe einen Elefanten, der einen Ast abweist, das schadet dem Baum, also muss ich reagieren. Und ich glaube, das ist eine schöne Geschichte, mit der sich Komplexität auch ein bisschen von komplizierten Sachverhalten unterscheiden lässt. Denn auf den ersten Blick waren diese komplexen Phänomene, diese unterschiedlichen Beziehungen zwischen den Bäumen, zwischen den Ameisen und den Säugern gar nicht erkennbar. Und ich habe hier auf der Folie nochmal ein paar Beispiele für komplexe Systeme hier aufgezählt. Zum einen natürlich auf der rechten Seite die Frösche, unsere Ökosysteme. Was hat man schon alles probiert mit Kröten, Gräben und Kröten beim Überqueren von Straßen zu schützen? Ein komplexes System ist natürlich unser Sonnensystem, unser Planetensystem. Schwarze Löcher, wie wir mittlerweile wissen, die wir vor 50, 60 Jahren noch gar nicht kannten. Eines der spannendsten, wir leben ja auch im Zeitalter des Gehirns, ist natürlich unser Gehirn, das ständig, jeden Tag und immer wieder neu analysiert und in seine Bestandteile zerlegt wird, wo wir neue wertvolle Erkenntnisse daraus gewinnen und natürlich unsere DNA, unsere DNS, die wir hier unten auf dem rechten Bild sehen. All diese komplexen Systeme zeichnen sich durch ein paar Begriffe aus. Und zwar komplexe Systeme sind gekennzeichnet durch viele unterschiedliche Beziehungen, durch Relationen, durch viele Elemente, die sich darin befinden. Nehmen wir mal das komplexeste System, was wir vielleicht kennen, was jeder von euch nachvollziehen kann, der Mensch. Das heißt, wir haben in unserem Körper viele, viele, viele unterschiedliche Organe, die in Wechselwirkungen bestehen, wo viele Relationen von ganz oben vom Gehirn bis unten zum kleinen Zeh da sind. Und diese Elemente, diese Relationen, die machen komplexe Systeme aus. Das heißt, je mehr Elemente und je mehr Relationen herrschen, desto komplexer ist das System. Das kann vielleicht jeder nachvollziehen, wenn er mal an die Familie denkt. Also ich habe vor 2 Jahren, bisher hatten wir ein System, ich und meine Frau, und jetzt kam eine weitere Relation, ein weiteres Element dazu, nämlich unsere Tochter. Und das hat unsere
unser kleines System, Familie, doch sehr